Ich bin sauer. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, welches eigentlich schon hätte vor 3-4 Wochen online gehen sollen. Ich habe was bestellt und es hat so lange gedauert, dass ich das Video immer weiter nach hinten schieben musste. Ihr seht es im Titel, ihr habt es auf dem Thumbnail gelesen. Hailey Bieber's Road Beauty ist endlich in Europa verfügbar. Und ich habe jetzt schon eine Meinung, die aber nebensächlich sein soll, sondern wir werden einfach mal so ein First Impression machen von den Produkten, weil ich weiß, dass sich sehr, sehr viele vor allen Dingen für diese Lip Peptide Mäuschen interessieren. Und ich vermute, dass ich sogar schon die erste günstige Alternative dazu habe. Ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht und ihr ein wunderschönes Wochenende hattet. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufmuntern kann. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich immer sehr, sehr schnell mit Reviews, mit Videos war. Aber das ist schon lange nicht mehr so. Ich arbeite daran, dass es wieder in die Richtung geht. Aber ich kann natürlich die Shipping-Geschwindigkeit von Brands nicht beeinflussen. Ihr kennt Hailey Bieber, falls nicht, das ist die Frau von Justin Bieber, die eine Skincare-Brand rausgebracht hat. Vor, ich glaube, schon fast 2 Jahren. Und vor ungefähr 1,5 Monaten war der Europa-Launch. Vorher konnte man nur in den Staaten und in Kanada bestellen. Und ich glaube sogar UK und jetzt seit vor ein paar Wochen auch in Europa. Und ich dachte, dass sie es wie viele andere Brands machen, die aus Amerika kommen, sie mit irgendeinem Distributionscenter in Europa zusammenarbeiten, dass der Versand schneller ist. Aber guess what? War nicht der Fall. Das Paket kam aus Amerika. Hier ist einmal das Päckchen. Road ist ihr zweiter Name. Sie heißt Hailey Road Baldwin bzw. Bieber. Und das Ganze kommt in diesem Grau. Wir machen erstmal ein Unboxing und dann müssen wir dringend hier über diese Verpackung reden. Ich habe vorhin schon mal reingeschmökert. Hier steht dann auch nochmal Road mit drin. Und ich zeige euch mal, was ich bestellt habe. Ich habe selbstverständlich die neuen Lip Peptide Lip Tints bestellt in allen Farben. Die tragen wir auch gleich alle auf. Und da war ich eigentlich am gespanntesten drauf, war die Skincare. Vor allen Dingen ein Produkt davon. Das war ein bisschen günstiger, als würde man es einzeln kaufen. Deswegen habe ich es einfach so mal mitgenommen. Ausgegeben habe ich 184 Euro. Shipping war kostenlos, aber Shipping hat auch lange gedauert, weil es halt aus Amerika kam. Ne? Ich hatte gedacht, also ganz wichtig, kein bezahltes Video. Road hat, ich glaube, 10 Creatorinnen und Creatoren pro Land in Europa ein PR-Paket geschickt. Ich war nicht dabei. Deswegen habe ich es einfach selber bestellt und habe extra ein bisschen gewartet, weil ich weiß, dass das sehr beliebt sein wird. Wir haben einmal dieses Packaging. Ich muss sagen, ich mag das Grau sehr gerne. Es hat viel Kritik bekommen. Mein Gott, das ist eine Farbe, ne? Jede Brand hat ja mittlerweile so ihre eigene Farbe. Fenty Skin hat dieses Lila. Rare Beauty hat so einen Beige-Ton. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben einmal das Set, das Road Kit mit 5 verschiedenen Produkten. Ich bin jetzt ausgestattet mit Lip Peptide Treatments für die nächsten 125 Jahre. Das waren aber hier die 2 Hauptprodukte, die ich eigentlich haben wollte. Dadurch, dass ich jetzt sehr viele Lip Peptide Treatments hier aus dem Set habe, vielleicht verlose ich die euch, mache ich die euch mit in ein Gewinnspiel mit rein. Das sind die 2 Produkte, die wir jetzt erstmal in mein Gesicht bringen. Bevor wir die Produkte in mein Gesicht bringen, ich habe nichts im Gesicht. Das ist trocken und es ist nötig. Wollte ich einmal ganz kurz mit euch über die Verpackung reden. Das ist ja hier diese Box. Und ganz, oh Gott, das ist Hailey Bieber versus Selena Gomez ist ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist. Da will ich mich raushalten, interessiert mich alles nicht. Muss ich dazu sagen, früher, so vor 10 Jahren, hättest du mich damit wirklich locken können. Aber mittlerweile denke ich mir, mein Gott, who cares? Wir haben diesen Karton hier und der sieht sehr, 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 sehr schön aus. Als ich ihn bekommen habe, dachte ich mir aber, das ist Plastik. Also das ist ein Kunststoff, das ist kein Papier, sondern das ist Plastik. Und da habe ich mich schon kurz geärgert drüber, weil ich dachte, warum? Warum schickst du etwas in Plastik verpackt? Muss ja nicht sein. Es gibt ja auch sowas wie Pappe. Aber dann habe ich geschaut, hier steht nämlich drauf, auch draußen, das kann ich euch jetzt aber nicht zeigen wegen der Adresse, diese Box kann wieder benutzt werden. Du kannst sie zurückschicken, dafür einfach den QR-Code scannen. Und da dachte ich mir, ist ja eigentlich eine ganz süße Idee. Ich habe den Code gescannt und war dann auf der Seite,
von Boogs. Boogs macht diese Return-Boxen, aber Boogs ist nicht available in deinem Land. Also es gibt es nicht in Deutschland, ausschließlich in Amerika, England und Kanada. Also in den Staaten, in denen es vorher schon war. Da habe ich mich gefragt, das wird ja das Team auch wissen, wenn du einen Europa-Launch planst, dann mach doch eine andere Verpackung. Weil, also ihr müsst euch vorstellen, jede Verpackung, die produziert wird, kostet natürlich Geld. Und sie haben wahrscheinlich 10 Millionen von diesen Plastikboxen bestellt, aber sie hätten ja auch nochmal 50.000 Papierboxen für den Europa-Launch bestellen. Weil, Problem Nummer 1, ich kann diese Box jetzt wirklich nur in den Plastikmüll entsorgen und das ist einfach völlig unnötig, weil das Ding wird nicht recycelt. Es wird einfach nicht recycelt. Wir wissen, wie es läuft. Problem Nummer 2, und das trifft ja auch schon so ein bisschen die anderen Länder, ich kann mir nicht vorstellen, wer sich wirklich, wirklich die Mehrarbeit macht, um diese Box zurückzuschicken. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ganz unabhängig von Einstellungen zum Umweltschutz. Ich probiere auch alles, was ich kann, zu beeinflussen. Aber das ist, glaube ich, das Problem mit Umweltschutz. Sobald man was dafür tun muss, aktiv was dafür tun muss, macht man es eher weniger. Eher weniger. Nicht, aber eher weniger. Das fand ich so ein bisschen schwierig. Ist jetzt aber wirklich meckern auf hohem Niveau. Ich wollte es einfach nur mal sagen, weil mir das wirklich aufgefallen ist. Genug den Moralapostel gespielt. Wir kommen hierzu. Wir haben einmal die Barrier Restore Cream und das Peptide Glazing Fluid. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge ich das auftragen darf. Okay, also hier wird es angezeigt, erst das Glazing Fluid und dann die Creme. Also hier haben wir, ich bin auf der Road Beauty Instagram-Seite, sehr, sehr schöne Seite. Hier steht es Prep, das habe ich nicht, das war so eine Glazing Milk. Dann das Glazing-Produkt, das Restoring-Produkt und dann das Lip Treatment. Okay, das heißt, wir starten einmal hiermit. Packaging fühlt sich schon billig an. Mann, ich bin wirklich kein Hater. Ich bin wirklich kein Hater. Mein Job ist es halt zu reviewen. Und wenn ich jetzt vergleiche mit der von KKW Beauty, also von Kim Kardashian, der Skincare-Brand, das fühlte sich deutlich, deutlich schwerer an. Aber alles in Ordnung. Packaging sieht wirklich cool aus. Du hast hier einmal so einen Pumpkopf mit drin. Hier sind 50 Milliliter mit drin. Und das soll morgens und abends nach der Reinigung benutzt werden. Ein bis zwei Pumpstöße. Eins. Machen wir drei. Einen Duft kann ich jetzt nicht wahrnehmen. Das ist eine sehr gelige Konsistenz. Und wir tragen es jetzt einfach mal auf. Duft kann ich, wie gesagt, nicht wahrnehmen. Es ist sehr, sehr wässrig vom Feeling her. Es schmilzt auch so ein bisschen auf der Haut. Also, ihr seht, es ist eher so ein bisschen weißlich. Und dann wird es gleich so ein bisschen wässrig auf der Haut und hinterlässt so einen feuchten Glanz. Fühlt sich sehr, sehr gut an, aber, also es fühlt sich nicht reichhaltig an, aber es fühlt sich einfach sehr, sehr feucht und feuchtigkeitsspendend an. Gefällt mir auf das erste Feeling eigentlich ganz gut. Ich habe mir tatsächlich was anderes vorgestellt, ohne Wertung. Ich dachte, das ist eher wie so ein Liquid Highlighter, so ein bisschen mehr. Aber sieht sehr, sehr hübsch aus. Fühlt sich sehr gut an, aber meine Haut hat das jetzt auch gebraucht. Ich nehme nochmal auf der anderen Seite ein bisschen was. Da könnt ihr es, glaube ich, ein bisschen besser mit dem Licht sehen. Sehr frisch. Wir lassen das Ganze mal kurz einen Moment einziehen. Man muss dazu sagen, ich bin kein Fan. Also nicht positiv, aber auch nicht negativ von Hailey Bieber und von ganzen Promis. Ich finde diese Promi- oder Celebrity-Vergötterung schwierig, gerade wenn junge Leute sich dann Vorbilder nehmen. Hailey ist jetzt nicht so die problematischste, wobei, keine Ahnung, ich kenne sie nicht, ne? Aber das finde ich persönlich so ein bisschen schwierig und jetzt ist es auch eingezogen und das ist krass, weil es, also es sieht jetzt richtig, richtig feucht aus. Und es ist eingezogen. Also es hinterlässt wirklich diesen frischen Touch auf der Haut, was ich sehr, 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 sehr schön finde. Ah, krass, okay. Habe ich nicht mit gerechnet. Also das Wasser so ein bisschen da drin ist eingezogen oder die Feuchtigkeit und hinterließ einfach nur diesen Glanz auf der Haut, der sehr, 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 sehr schön ist. Jetzt haben wir noch das hier. Das ist die Barrier Restore Cream Rich Face Concentrate. Nach der Reinigung und nach den Serien einen bis einen halben Finger lang, also einen halben Finger, auftragen.
Auch hier sind 50 Milliliter mit drin. Wir nehmen jetzt erstmal ein bisschen. Das ist eine etwas dickere Creme, auch eine dickere Konsistenz. Deutlich, deutlich dicker in der Viskosität her. Und das tragen wir jetzt einfach mal rüber. Die fühlt sich sehr, 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 sehr gut an. Deutlich reichhaltiger. Ja, vom Feeling finde ich die schon fast spannender, weil sie einfach ein bisschen reichhaltiger ist. Sie erinnert mich sehr stark an die neue Watercream von Charlotte Tilbury, die ja sehr teuer ist und eigentlich auch nur so ein wässriges Finish hinterlässt. Auch von der Textur her ist sie ähnlich. Das ist die neue. Sehr wässrig und die hinterlässt auch so einen schon fast nassen Effekt auf der Haut. Wir lassen das Ganze jetzt mal wirklich einen Moment einziehen, weil mir das sehr, 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 sehr gut gefällt. Vom Feeling her auch. Also, ich finde es gut, dass kein Duft mit drin ist. Ich habe mir jetzt die Inhaltsstoffe noch nicht genau angeschaut. Ich habe aber auch noch nichts Dramatisches darüber gehört. Wobei man wirklich dazu sagen muss, dass es heutzutage sehr, sehr selten ist, dass es wirklich dramatisch ist. Wir haben noch diese drei Peptide Fluids. Ich glaube, die haben keine Farbe, die haben nur Geschmack. Wir haben einmal ohne Parfum. Die verlose ich euch. Wir haben einmal Watermelon Slice und Salted Caramel. Auch hier fühlt sich das Packaging sehr, sehr gut an. Oh, es riecht sehr gut. Oh, Salted Caramel riecht sehr gut. Und wir haben Watermelon. Riecht nach Watermelon. Nehmen wir ein bisschen was raus, dass ihr das erkennen könnt. Das ist eine, ja, es ist so ein bisschen gelartige Konsistenz. Oh ja, es schmeckt sehr stark nach Wassermelone. Was ich mir damit sehr gut vorstellen kann, ist, dass man damit so ein paar Highlights setzen kann. Ich will jetzt aber mal was anderes machen. Ich zeige euch noch einmal die Base. Sie fühlt sich wirklich sehr, sehr feucht an und sieht auch sehr, sehr glazed aus. Vor allem auf der Stirn kann man es ganz gut sehen. Es klebt nicht, es rollt nicht. Sehr, 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 sehr gut vom Feeling her. Ich will jetzt mal schauen, wie Make-up drüber funktioniert. Und dann testen wir diese hier, weil ich glaube, damit kann man auch was Spannendes machen. Freunde, es ist was passiert und ich glaube, ihr könnt es sehen. Und zwar hat meine Foundation angefangen zu oxidieren. Ich zeige euch nochmal die Farbe vorher. So ist die Farbe eigentlich. Kann jetzt an der Foundation liegen, kann aber auch an der Pflege liegen. Ich wollte es einmal gesagt haben, weil es ist offensichtlich, dass hier etwas passiert ist, was nicht meiner ursprünglichen Hautfarbe entspricht. Okay, bis gleich. Ich habe die Base einmal halbwegs fertig gemacht und jetzt sieht es ganz schön aus. Was mir direkt aufgefallen ist, was mir sehr, sehr positiv auffällt, ist, dass die Foundation sich nicht irgendwie abgerollt hat. Weil es natürlich etwas ist, was oft passieren kann, wenn du filmbildende Produkte drunter hast und hier wird was Filmbildendes mit drin sein, dass du diesen Glazing-Effekt hast. Sehe ich jetzt wirklich nichts auf meiner Haut und sie fühlt sich sehr, sehr schön voll an. Wir haben diese Mäuse hier noch. Es gab natürlich auch, ihr habt es alle mitbekommen, den Strawberry-Trend. Haben sie clever gemacht. Sie wussten, Hailey Bieber ist eine sehr einflussreiche Person. Sie setzen den Trend, diesen Strawberry-Make-up-Trend. Alle machen ihn nach und eine Woche später droppt sie ihr Lip-Peptide-Treatment. Das war geplant. Ich wollte die jetzt aber mal als Blush probieren. Und dann nehmen wir vor allen Dingen diese beiden Farben mal. Wir haben einmal Raspberry Jelly. Da sieht die Verpackung so aus. Gefällt mir schon fast besser als das hier. Vom Feeling her ist es auch ein bisschen, das ist eher so mattiert, das ist ein bisschen glänzender. Ich weiß jetzt nicht, wonach das schmecken soll. Schöne Farbe. Ich verblende sie mal in meiner Hand. Sehr, sehr gelig. Die riecht aber nicht. Ach, spannend. Ich hätte gedacht, dass die jetzt irgendwie nach Himbeere riecht. Ich nehme jetzt mal so einen Brush und arbeite mir den Pinsel gut voll mit diesem Produkt und will das als Blush benutzen, weil ich finde, dass das perfekte Produkt ist, um diesen Glazed Donut, das ist ja das, was sie immer so gerne mag, diesen Glazed Donut Look, als Blush hinzukriegen. Und die Deckkraft ist natürlich auch nicht so stark, wie wenn ich so konzentriert auftrage. Aber du siehst trotzdem was und es zersetzt nicht die Foundation. Wahnsinn. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, weil ich habe wirklich damit gerechnet, dass das die Base komplett zersetzen wird. Was ich schön finde, ist, dass sie auch verschiedene Farben rausgebracht hat, sodass wirklich egal, welche Hautfarbe ihr habt, so ein bisschen mischen könnt. Wir haben auch hier einen etwas dunkleren Ton. Den könnte man dann vielleicht mit dem Raspberry mischen. Der geht eher so ein bisschen in die dunkelbraune Richtung. Sieht mit Sicherheit auf den Lippen auch gleich schön aus. Als Blush gefällt mir das sehr, 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 sehr gut. Wir könnten noch ein bisschen mutiger sein. Ich nehme mal noch ein bisschen. Bleib ein bisschen konzentrierter mit dem Ton hier. Ja, nice.
Richtig, richtig schön. Ich gehe gleich nochmal mit Concealer rüber und blende das Ganze aus. Wunder, wunderschöne Farbe. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ihr seht es, es hat einen sehr schönen Glanz. Ist halt, na, das ist das Gute bei diesen Peptidprodukten, die hinterlassen so. Ballett-rosaner Ton. So ein bisschen Farbe kommt durch. Ich kann mir vorstellen, dass man die sehr, sehr gut vielleicht in Kombination mit einem Lip Liner kombinieren kann. Ich habe jetzt auch deutlich schon zu viel genommen. Sie schmecken ein bisschen süßlich, aber das ist ganz spannend bei diesen Peptide-Dingern. Die hinterlassen so einen Film auf der Lippe, der glossy aussieht, sich aber nicht glossy anfühlt, wenn du nicht zu viel benutzt. Ich habe hier etwas, das ist von The Inky List. Habe ich neulich einfach zufälligerweise mal gekauft. Und das ist von der Textur her genau das gleiche. Das hat halt jetzt keine Farbe, keinen Geschmack, aber es hinterlässt diesen glasigen Film auf den Lippen, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag, ohne dass es Fäden zieht, ne? Wir haben Toast. Toast ist so die Farbe, wo ich sage, das könnte meine Alltagsfarbe sein. So ein leicht. Also die Farbe der Verpackung entspricht nicht der Farbe hier drin. Geht so ein bisschen ins Bräunliche, fühlt sich aber auch genauso an. Also ist einfach nur eine andere Farbe. Die sind halt immer super reflektierend. Kennt ihr noch diese Glosse von MAC von vor 25 Jahren? So sehen die aus, ohne dass es halt dieses klebrige Gefühl hat. Das ist eine schöne Alltagsfarbe. Man kann die ja auch, und jetzt seht ihr es, wenn ich sie abnehme, habe ich immer noch dieses Gepflegte auf den Lippen. Also es hinterlässt wirklich etwas, so ein Rückstand auf den Lippen, der sich einfach gepflegt anfühlt. Jetzt die Farbe, die wir als Blush tragen, das ist Raspberry Jelly. Da seht ihr sofort einen Unterschied, ne? Die hat richtig Farbabgabe. Und zu guter Letzt, da sage ich gleich, die Farbe wird vermutlich für dunklere Haut gemacht sein. Wobei ich mir vorstellen kann, das ist ganz spannend, weil sie in der Kamera ganz anders rüberkommt als jetzt bei mir im Spiegel. Sie hat so ein leicht lilanen Unterton in Kombination mit meiner eigenen Lippenfarbe. Ne? Also hätte ich jetzt dunklere Lippen, würde es natürlich deutlich anders aussehen, muss ich dazu sagen. Ich finde, dass das aber eine schöne Herbstkombination ist, wenn man da vielleicht jetzt noch einen dunkleren Lip Liner mit dazu nimmt. Hast du zwar trotzdem noch so ein bisschen deine eigene Lippenfarbe, die durchkommt, aber trotzdem diesen Touch. Oder es entspricht einfach deiner Hautfarbe und dann hast du einfach einen schönen Glazy Lip Touch, ohne dass du so einen weißlichen Film hast. Deswegen da Shade Range sehr, sehr gut. Und sie fühlen sich auch alle vor allen Dingen sehr, sehr gut auf den Lippen an, muss ich sagen. Ein Problem, was ich oft habe, ist, wenn ich viele Lippenstifte hintereinander teste und swatche, dass sich nach dem vierten meine Lippen anfühlen, als hätte ich vier Lippenstifte getestet. Und das habe ich jetzt hier nicht. Es fühlt sich sehr, 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 sehr gepflegt an. Auch meine Haut sieht sehr gepflegt aus, was mir sehr gut gefällt. Als Alternative, wenn ihr sagt, nee, das ist euch zu teuer, ihr wollt Hailey nicht, ihr wollt, weiß ich nicht, dann könnt ihr das hier von The Inky List mal ausprobieren. Es fühlt sich, das habe ich jetzt die letzten 4 Wochen durch und durch in meiner Tasche, mag ich sehr, sehr gerne, hat vom Feeling her einfach dasselbe Gefühl, hat halt keinen Duft. Also ich würde es als Alternative dazu bezeichnen. Das war ein kleines First Impression zu Rode. Mir hat es gut gefallen. Ich bin gespannt, was die Marke noch so macht. Jetzt würde ich mir wünschen, dass sie mehr in so eine Skin-Tint-Richtung geht. Einfach um vielleicht noch ein bisschen mehr den Fokus auf die Haut zu setzen, weil ich nicht. Also, hey. Aber das ist meine persönliche Meinung.
War auch bei Kim schwierig. Ich habe Kim nie als Skincare-Person gesehen. Genauso wie ich Hailey auch nicht unbedingt als Skincare-Person sehen würde, sondern eher hier bei diesen dekorativen Dingern. Hat mir sehr gut gefallen. Würde ich auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr ja schon das ein oder andere Produkt von der Marke getestet. Vielleicht sagt ihr, interessiert euch auch alles nicht. Zeigt uns lieber wieder neue Jelly Pops von Essence. Machen wir auch, ihr süßen Mäuse. Passt auf euch auf. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.